Ja, Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play. Gabriel Knight 2 mit mir, den Pyrus. Wir machen weiter. Ja, genau. Wir waren letztes Mal ja. Genau, wir waren letztes Mal ja in diesem Verlies. Ich habe ihr im Moment nichts zu sagen. Okay. Genau, wo wollen wir mal? Kommen wir da jetzt eigentlich auch so rein in die Bibliothek? Ja. Ah, sehr gut. Mal gucken, ob wir jetzt was schreiben können, weil wir ja was herausgefunden haben. Vielleicht können wir jetzt ja was schreiben. Ich bin noch nicht ganz bereit für den großen Helden. Nee, ernsthaft nicht? Noch nicht bereit? Viktor Ritters Aufzeichnungen. Ich glaube, ich habe den Werwolf-Prozess gefunden, den Werner erwähnt hat. In einem Eintrag vom 20. April 1750 wird beschrieben, wie Viktor einen schwarzen Wolf fing, der ein Werwolf zu sein schien. Viktor verwundete ihn an der Brust. Der Wolf wurde nach Rittersberg gebracht. Es ist nicht ganz klar, was als nächstes passierte. Die Schattenjäger haben sich aus dem Prozess herausgehalten, wie es scheint. Mhm. Werner Huber sagt, Ludwig II. War der letzte echte König Bayerns. Sagt, er war ein Genie. Er richtete Schlösser. Politiker erklärten ihn für wahnsinnig und er wurde eingesperrt. Werner vermutet, dass er ermordet worden ist. Klar, Werners Meinung ist die eine Seite, aber ich brauche endlich ein paar harte Fakten. Okay, warum Fakten über das genau? Habe ich erwähnt, dass Gabriel ein Schwein ist? Gut, dass ich alles für mich tue. Genau, dann brauchen wir Fakten über Ludwig. Moment mal, vielleicht finden wir hier noch was. Bei den Büchern über das Okkulte steht sonst nichts über Werwölfe. Ah, hier guckst du aber nochmal nach. Das sind wohl Biografien. Ist da vielleicht etwas über... Ja, Ludwig, König von Bayern. König Ludwig, sein Leben und seine Zeit. Die letzten Tage des König Ludwig II. Leider Französisch. Das hilft mir nicht weiter. Das sind wohl Biografien. Ist da vielleicht etwas über... Ja, Ludwig, König von Bayern. König Ludwig, sein Leben und seine Zeit. Die letzten Tage des König Ludwig II. Leider Französisch. Was ist hier? Französisch kann ich ja nicht. Ist hier auch Christian Ritters Tagebuch. Das ist eine Sprache, die wir verstehen? Christian Ritter, geboren am 10. Januar 1820, zum Schattenjäger geweiht. Gestorben am 4. März 1864. Der 4. März, das ist das Datum auf dem Brief. Okay, warte, hast du das mitgenommen? Ja, ist die? 3. Januar 1864. Ich bin nun in Preußen. Die Bestie, die mich hierher führte, hat mich bislang zum Narren gehalten. Sie ist tückisch und geschickt. Anders als erwartet, hat sie sehr viel Selbstbeherrschung. Sie weiß beinahe noch vor mir, wo und wann ich ihr auflauern will. Sie rümpft die Nase über meine Köder. Weitere drei sind verschwunden und ich tappe immer noch im Dunkeln. Ich weiß weder mehr über die Bestie selbst noch über ihren Zufluchtsort. Ich kann nicht einmal beweisen, dass sie es war. Keiner der Leichname wurde je gefunden. 3. März 1864. Endlich bin ich weitergekommen. Der Schlüssel lag die ganze Zeit vor mir.
Er nennt sich selbst überheblich der schwarze Wolf, für jedermann zu vernehmen, doch für keinen wirklich zu sehen. Es ist schlimmer, als ich je erwartet hätte. Er ist nicht nur eine Bestie, er ist ein Monster. Seine Klauen sind bereits um die besten Kehlen in Europa gelegt. Ich kehre noch heute Nacht nach Rittersberg zurück. Ich muss jene warnen, die in Gefahr sind und brauche Helfer. Ich stecke bis über den Kopf in der Sache. Okay. Gut. Ich schätze mal, wir müssen jetzt noch über König Ludwig auch was finden. Und dann schreiben. Ich habe ihr im Moment nichts zu sagen. Ja, okay. Oder kann sie jetzt schon schreiben? Ziemlich bequem. Ritter. Sonst können wir doch mal in die Kirche gehen. Christian Ding da muss so theoretisch da sein. Ich bin noch nicht... Genau, weil das Einzige, was noch... Das geht... Ich bin mir nicht sicher, welche anderen Fälle passend sein können. Bei den Büchern über das Okkulte steht sonst nichts über... Genau, und da würde sie nochmal... Da geht sie ran, sagt sie jetzt mit ihrem Französisch. Okay. Das heißt, ich würde jetzt nochmal in die Kirche gehen, würde ich sagen. Weil in der Kirche, da können wir ja hinten... Weil da hinten, da haben wir es ja auch gar nicht. Wir konnten es nur angucken, aber jetzt haben wir ja sogar... was vor. Genau. Wir springen das mal, ne? Weil die kennen wir ja schon alle. Es hat kein... Genau. Jürgen Ritter. Nee, den meine ich nicht. Wolf... Martin Ritter. Jürgen Ritter, 1403. Ah. Christian Ritter. Das ist Jürgen Ritter, Wolfgang Ritter, Martin Ritter. Die sind ja stark. Oder gehen wir die anderen Ritter durch? Hast du da noch irgendwas? Jürgen Ritter, 1403 bis 1461. Jürgen Ritter. Nee, hier sagst du nichts. Wolfgang Ritter. Ein Silberherz. Irgendwer hat es als Zeichen seiner Trauer hier gelassen. Die sind ja steinalt und alle sind Schattenjäger. Die sind ja Martin Ritter. Wolf. Christian Ritter und Jürgen Ritter. Nee, Jürgen Ritter, dann haben wir auch nichts. Wenn wir nochmal ins Rathaus gehen, habt ihr noch irgendwas? Wer irgendwelche Ritter wissen? Ich wüsste nicht, was ich jetzt sagen soll. Das ist die Kirche. Klauenspuren. Das ist die Kirche. Das ist die Kirche. Das ist die Kirche. Von Ralik hat hier geschlafen.
Ich habe Herrn Huber im Moment nichts zu sagen. Gerde ist ziemlich übel mit diesen Autoschlüsseln. Rittervorfahren nehme ich an. König der Tiere. Na, wenn das nicht schon alles sagt. Hat Gabriel nicht gesagt, der Schuppen wäre leergeräumt? Gerde war vermutlich mit dem neuen Vermögen ein wenig Shopping. Okay. Warte mal, können wir hier nochmal rein? Ich will nicht zurück in Gerdes Schlafzimmer. Am Ende erwischt sie mich. Praktisch. Wenn der Herr des Hauses sich auf die Socken macht, um amoröse Abenteuer zu bestehen, kann er noch einen Notausgang. Braucht vermutlich jeder, der sich mit den Hehlen. Das Schloss sieht von hier ja riesig aus. Mehr zu renovieren, als ich dachte. Naja, von hier ist riesig, ob das stimmt, aber. Da warte mal. Ich glaube. Nee, zurück in der Mitte nicht. Kapitel. Ja, das haben wir schon mal gelesen. Ritterarm. Nette Aussicht auf die Alpen. Es war schon beim ersten Mal ein schlechtes Manuskript. Wen sollte ich schon anrufen? Wer ist das eigentlich? Bert Barkley weiß mehr über die Geschichte, als ich je erfahren werde. Besonders zu diesem Preis. Ruf ihn doch an. Ah! Das geht wirklich. Geil, okay. Nice. Langsam kommen wir dahinter, Leute. Langsam. Wer das was? Hallo? Professor Barkley? Grace Nakimura, ich rufe aus Deutschland an. Deutschland? Ich dachte, Sie wären in New Orleans. War ich auch, aber egal. Es ist ziemlich wichtig, sonst würde ich ja nicht anrufen. Was wissen Sie über König Ludwig II. Von Bayern? Nun, das ist eine tolle Frage, wenn man in der Nacht geweckt wird. Das ist spätes 19. Jahrhundert, glaube ich. Ja. Nun, das ist eigentlich nicht mein Gebiet. Ich glaube, er war verrückt oder so. Wahrscheinlich sowas. Ich wünschte, ich wüsste es. Kennen Sie jemanden, der sich in deutscher Geschichte auskennt? Ja, ich habe einen Freund an der Universität Berlin. Ich rufe ihn an. Wie ist Ihre Nummer da drüben? 4989555-7878. Gut, ich rufe Sie zurück, wenn ich mich am Morgen noch an dieses Gespräch erinnere. Gut. Nochmals Entschuldigung. Bis morgen. Gute Nacht. Ah ja. Also gut, Knight. Ich habe deine Recherche. Jetzt geht's.
Jetzt brauche ich nur noch eine Adresse. Jetzt für eine Stimme, für eine Stimmlage. Okay, boah, eine Adresse. Grace. Da ist er. Ach so. Okay, warte, dann speichere das nochmal. 25 ohne Adresse. Ich habe ihr im Moment nichts zu sagen. Ja, okay. Wie kommen wir jetzt an die Adresse? Oder sagen wir mal, ich meine, es wäre eigentlich unlogisch, aber wir können ja mal versuchen. Eigentlich geht's nicht, ohne Adresse zur Post zu gehen. Was passiert? Eigentlich ist es unlogisch. Das ist also der. Grüß Gott. Grüß Gott. Womit kann ich Ihnen dienen? Ich kann zwar gut Deutsch, aber ich habe meine Grenzen. Besser das. Zuerst brauche ich mal eine Adresse. Ja, gedacht. Danke. Bitte. Danke. Bitte. Ich habe Herrn Huber im Moment nichts zu sagen. Ich möchte hier niemanden stören. Gabriels Päckchen ist fertig, aber ich brauche eine Adresse. Ja, nur wie kriegen wir die raus? Ich frage mich. Grace Nack. Rathaus vielleicht? Vielleicht werde ich die wieder rausbekommen, dann. Ich wüsste nicht. Gerde ist ziemlich übel mit diesen Autoschlüsseln. Gerde, Schloss Ritter. Ich kann mir. Kann man die vielleicht irgendwie ablenken? Ich glaube nicht, dass ich das brauche. Nette Aus. Ich habe. Ich weiß nicht, warum Sie das interessieren sollte. Aha. Ich habe die Gegenstände für Gabriel gefunden. Wissen Sie, wohin die Ergebnisse gehen? Ja, zu seinem Anwalt in München. Kann ich die Adresse haben? Harald Übergrau, Marienplatz 21, München. Danke. Oh, wie böse. Danke. Okay, ich habe gehört, wir müssen sie ablenken. Okay. Oder einfach, dass die einhalten, weil ich ihm gefragt habe, aber gut, man muss wohl dann das Ding inhalten. Okay, dann geben wir noch die Post ab. Dann bist du jetzt bei Pili auch bald fertig sein, oder? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Warte. Ich kann zwar gut Deutsch, aber ich habe meine Grenzen. Ich liebe diesen Satz. Das Päckchen soll nach München gehen. Ja, ganz schlechtes Deutsch. 7 Mark 40, bitte. Nein, danke. Wie Sie wollen. Ach so.
Nein, danke. Ich kann's. Ich möchte es noch heute verschicken. 7,40 Mark, bitte. Dankeschön. Bitte sehr. Das wird ihn für eine Weile beschäftigen. Guten Abend. Wie geht es Ihnen? Ist dies das Schloss von den Schattenjägers hier? Ja, aber... Wie aufregend! Komm rein, Emil! Wir sind so aufgeregt, hier zu sein. Emil sagte, das sind die 90er. Die Schattenjäger sind vermutlich alle verschwunden. Aber natürlich sind sie das nicht, sagte ich. Eine Familie wie die stirbt nicht einfach aus und ist weg. Der Herr passt auf sie auf. Wer sind Sie? Ich frage mich das Gleiche, meine Liebe. Keines von euch Mädchen sieht aus wie die klassische Heldin. Aber meine Meinung ist unwichtig. Gott wählt seine Streiter und meine Meinung zählt nicht. Nein, wir sind die Smiths aus Merrimack, Pennsylvania. Das ist meine Frau Meryl. Nennen Sie mich Emil. Mein Mann, wenn ich nicht zum Punkt komme, macht er es. Es ist nett, Sie kennenzulernen. Aha, also wie haben Sie von den Schattenjägern gehört? Oh, wir sind Dämonologen. Meine Frau hatte sich zur Aufgabe gemacht, eine Menge über vieles zu wissen. Oh, sie ist eine sehr berühmte Gelehrte des Okkulten, nicht wahr? Das ist richtig. Ich hörte von Ihnen, als ich mich letzten Frühling mit einem Hexenprozess beschäftige. Seitdem wollte ich herkommen. Also, ich freue mich ja so, dass Sie kommen konnten, aber ich muss Sie enttäuschen, der Schattenjäger ist gerade nicht hier. Ich werde ihm aber ausrichten, dass Sie da waren. Oh nein, und ich habe mich so auf ein Gespräch gefreut. Es gibt nicht mehr viele Kämpfe gegen das Böse. Na, was sagt man da? Das Gute ist eben immer unterlegen. Ah, das ist nicht Ihre Schuld, Fräulein. Ich habe Meryl gesagt, sie soll vorher anrufen. Die Leute nehmen einen nicht ernst, bis man vor ihnen steht. Das weißt du, Emil. Nun, es ist schon spät und wenn Sie schon fahren, dann können Sie ja genauso gut jetzt gehen. Nein, machen Sie darüber keine Sorgen. Wir verbringen die Nacht in einem Gasthof in der Stadt. Kommen Sie doch mal vorbei. Sie und ich können ja dann ein paar Erfahrungen austauschen. Wir werden sehen. Na komm schon, Meryl. Die Damen sind müde. Wir sollten aber Amy. Na komm schon, wir gehen. Gute Nacht, Ladies. Gute Nacht. Gute Nacht. Was ist los? Das ist nicht Ihre Schuld. Das passiert hin und wieder. Ich bringe ihr Wasser. Geben Sie mir die Hand. Ich sehe Gefahr. Jemand, der Ihnen nahe steht, ist in Gefahr. Gabriel? Ich sehe etwas. Etwas wie ein Wolf. Schwarzer Wolf. Machen Sie sich keine Sorgen, Miss. Meryl wird bald wieder. Das passiert manchmal einfach. Das ist alles. Es passiert einfach. Na komm schon, Meryl. Komm schon. Komm. Was ist denn passiert? Keine Ahnung. Kapitel 3. Wie das anfängt, werden wir uns das nächste Mal angucken. Ich danke fürs Zuschauen mit dabei sein. Was ist passiert? Ja, ich schätze mal, dass der liebe Gabriel näher an dem schwarzen Wolf ist, als er denkt. Vielleicht sogar einer von der Jägerloge. Aber wir wissen ja, die Wölfe können sich charakterlich, wenn sie es antrainiert haben, sehr gut verheimlichen, dass sie unter Werwolf leiden. Deswegen gucken wir am nächsten Mal, ne? Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es heute gefallen. Beim nächsten Mal geht's weiter und gucken wir mal. Und passt auf, dass kein Werwolf zu euch nach Hause kommt. Bis dann. Tschüssi.